Bereits im Regierungsübereinkommen hat sich die steiermärkische Landesregierung das Ziel gesetzt, die Steiermark zu einem Bildungsvorzeigeland zu machen. Aus diesem Grund wurde die Erarbeitung des regionalen Bildungsplans Steiermark in Auftrag gegeben. Heute Vormittag präsentierten Landeshauptmann Franz Wowes, Stellvertreter Hermann Schützenhöfer, Bildungslandesrätin Elisabeth Grossmann, Landesschulratspräsident Wolfgang Erlitz und dessen Stellvertreterin Elisabeth Meixner den zweiten und letzten Teil dieses regionalen Bildungsplans. Frau Landesrat, im regionalen Bildungsplan werden hunderte Maßnahmen vorgeschlagen und zur Umsetzung empfohlen. Welche zwei Maßnahmen liegen Ihnen besonders am Herzen? Ja, es wird die Ganztagsschule zunehmend Standard werden in der Steiermark. Dazu soll es auch entsprechende Bedarfserhebungen geben und Elterninformationen. Und es sollte eigentlich in naher Zukunft jede Schule bis zumindest 16 Uhr offen haben. Und es sollen auch die Betreuungsplätze für unter Dreijährige massiv ausgebaut werden. Ich plane hier 300 zusätzliche Plätze pro Jahr. Die Schulsozialarbeit soll weiter ausgedehnt werden und es wird Programme geben, um Schulabbrechern, Abbrecherinnen unter die Arme greifen zu können, denn das verursacht immense gesellschaftliche Kosten, aber auch menschliche Katastrophen. Jetzt ist dieses Maßnahmenpaket nur möglich durch die Reformpartnerschaft. Wer noch fehlt, ist der Bund im Boot. Wie schaut es da aus? Kann der Bund Schritt halten mit der Steiermark? Na, die werden sich anstrengen müssen, das ist ganz klar, dass wir hier die Nase vorn haben. Aber es wird hier von steirischer Seite eben entsprechende Positionierungen geben in Richtung Bund. Und der Bildungsplan ist zum einen ein Handlungspapier für jene Bereiche, die wir selbst in der Steiermark umsetzen können, aber auf der anderen Seite auch ein Wegweiser bei den Verhandlungen mit dem Bund. Und das eben parteiübergreifend, und das macht auch die Stärke aus dieses Bildungsplans, dass wir über Kompetenzschranken, aber auch über Parteischranken hinweg gedacht haben und das Kind, den Lernenden, die Lernende in den Mittelpunkt gestellt haben.